Hi Leute, hier ist der FED. Heute wieder mit Dueling Network. Kommt ja von einer Weile nichts mehr. So, ich stelle euch heute mein Makro-Deck vor. Das wird dann auch gleich spielen werden. Ja, es Weltbewegendes drin. Aber ich spiele Makro relativ gern, vor allem jetzt, dass das Zeit spiele ich eigentlich ziemlich gern, weil man mit Makro einfach so ziemlich jedes Deck irgendwie trifft, außer Makro Rabbit. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Einmal den Guardian Eatos. Ja, den spielen wir hauptsächlich deswegen, weil er halt sagen kann, weil er halt Special Sound kommt, keine Monster im Spiel haben. Ja, oft. Servakarius können wir anbieten. Karte auf dem Feld verbannen. Also wenn er, nicht. Wenn er als kommt, wenn er Karte auf dem Feld verbannen. Wenn es ein Dark Monster war, bekommt der Gegner 1000 Damage. Der Goldene Homunculus, für ein Tribut mit 1500 kriegt 300 AC Karte für alle. Verbannten Karten. Einmal Karte Cheater, einmal Protu können wir eine Karte im Friedhof unseres Gegners wählen und sie aus dem Spiel verbannen. Finde ich besser als die Crow, weil sie halt auch gleichzeitig so ein bisschen als Schild fungiert und Headtraps benutzen. Dann zweimal der DD Silence. Wenn er mit dem Battle mit einem gegnerischen Monster zerstört wird, können beide Monster, also können wir beide aus dem Spiel entfernen lassen. Dreimal DD Survivor. Wenn er, also in der Endphase, wenn er in dem Zug als offene Karte removed wurde oder banished wurde, dann kommt er wieder zurück. Wir können, als Spezialbeschwörung, können den Effekt aber auch einfach kurz aktivieren. Zweimal Dimension. Alchemist, wir können die Top-Karte, also die Top-Karte removen, dafür kriegt er 500 ATK in der Endphase und wenn er zerstört wird, können wir ein Monster, eins unserer removed Monster wieder zurück auf die Hand bringen. Dreimal Grenma Judaiza, der bekommt einfach für jede removed Karte 400 ATK. Ist eine ziemlich coole Karte, weil man kann den zum Beispiel einfach mal hinsetten, dann wird er aufgeflippt, wenn der Gegner angreift mit einem, was weiß ich, 2000er Beatstick und er kann dann halt, kann halt auch mal sein, dass er da damit 4800 liegt und dann hat der Gegner halt nicht leicht, ihn wieder wegzubekommen. Das Coole an ihm ist halt, er kann auch nicht in BTH oder sowas fallen, weil er halt Fragezeichen, Fragezeichen hat und nicht 1500. Dann der Banisher of Radiance. Ja, alle Karten, die in den Friedhof kommen würden, werden aus dem Spiel entfernt. Dann zweimal Radiance Burst, die Dimension of Vigil. Macht das gleiche, die verbannt alle Monster, die in den Friedhof kommen würden. Das Reinforcement zum Krieger raus. Also, ein Book, ein Dark Hole, 3 MST. Kein Heavy, ist klar. 2 WTH. Ja. Dreimal DD Dynamit. Richtig coole Karte für Burn. Zweimal Prison. Ich habe mich für 3 Dynamit, 2 Prison entschieden. Finde ich besser so. Dreimal Kosten, Makrokosmos, macht genau das gleiche wie der Banisher, aber halt als Fallkarte. Dann die Judgment Brigade, Starlight Road und dann noch einmal der Return of the Dimension, auch eine Bombenkarte in Zeiten von Exceeds. Man holt einfach, was er sich, einen Banisher und einen Card Cheater weg, macht einen 3, macht einen 3 Exceed raus. Kommen wir zu den zum Extra Deck. Haben wir einmal den Starless Dragon, klar für die Starlight Road, an Exceeds. Haben wir einen Random Gaga Gigo. Das ist eigentlich, finde ich, ganz nett. Das ist ziemlich geile Werte. Braucht halt 3 Level 4 Monster, aber das kann man auch mal aufbringen. Wobei die 4 Exis eigentlich alle eher notwendig sind, sag ich mal. Also, die spielt man in der Regel nicht. 3 Exis Livia. Klar, geile Karte in dem Deck. Man holt irgendein verbanntes Monster wieder zurück. Ausgenommen von ihm, er kommt eher wieder selber. Zweimal der Aero Shark, auch eine coole Karte zum Finishen. Ein Leviathan-Rache. Ja, 2 Utopia, eine Roach, ein Gagaga Cowboy. Einmal die Gaijin Head. Der Shark Break. Und der Sandmates. Ganz klar, eine Karte, einfach Zeit zu kaufen. So.
Side-Deck, zwei Wailer. Ja, wollte ich viel sagen, glaube ich. Ein Banisher of Radiance, ein Banisher of Lights. Ja, das und das dritte Imogen Official. Die sind ja einfach so drin, falls wir gegen, also vor allem die zwei, falls wir gegen vier Minuten spielen. Oder ja, es sind einfach nur für vier Minuten, falls wir gegen vier Minuten spielen. Imogen der Alchemist, zweimal Recht auf Eatos. Wenn wir gegen, auch zum Beispiel gegen Makro spielen, also Mirror Match, ist er verdammt wertvoll. Zweimal Chaos Rider Lustav. Ja, ist manchmal ganz cool. Feier ich ab und zu rein, aber eigentlich eher selten. Hab ich mir auch schon überlegt. Geht wahrscheinlich raus für zwei Virus. Ein Homunculus. Ja. Zweimal Royal Prison. Gegen Decks, die viel über Friedhof spielen. Verdammt geile Karte, weil das juckt uns halt nicht. Wir haben nicht mal eine Rebound mit. Und zweimal der Karte Cheater. Falls wir auch gegen, was weiß ich. Also das ist Hammer gegen Dark World. Das ist geil gegen Decks, wo nicht die Karten im Friedhof liegen bleiben. Decks, die zum Beispiel auf einem Elemental Lord spielen, wo wir dann immer sagen, okay, er hat jetzt seinen vierten drin, dann nehmen wir wieder einen raus, Das ist sehr, sehr cool. Ja, und wir sehen uns dann gleich im Duell.